Chef on Air. Heute mit einem Mann, der aus dem hohen Norden zu uns gekommen ist, Leif Bachholz. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo. Freue mich riesig, bei euch zu sein, auch mit schlechteren Bedingungen. Und du bist jetzt tatsächlich direkt aus dem Norden zu uns hergekommen, oder? Wir verlassen die schönste Stadt der Welt nur sehr ungern und zu ganz wichtigen Terminen, wie hier jetzt. Sehr gut. Und was machst du, also wenn wir sagen Chef von Air, dann hast du ja in irgendeiner Form eine Leitungsfunktion für wen oder was? Irgendwie haben wir alle eine Leitungsfunktion im Leben. Manchmal eine lange Leitung. Wir, die Sport zum Management GmbH, entwickeln wirklich spannende Sportprojekte, sind also ein richtiger Projektentwickler, die auch immer große Immobilienprojekte nach sich ziehen, weil es da in diesen Projekten um Indoor Skydiving, also im Volksmund Windtunnel, um Surfen auf der stehenden Welle, um Tauchen, um Golfsimulatoren, Soccer-Simulatoren und vieles mehr geht, die eben immer eine Spezialimmobilie benötigen, und das ist dann doch schon so eine 360-Grad-Projektentwicklung, wie wir sie auch in Frankfurt Gateway Gardens gerade auf die Beine stellen. Und dazu, das darf man auch gleich noch mit sagen, bringt ihr uns noch einen neuen Beach Club mit an den Start, oder? Ja, genau, das ist eigentlich der Punkt, weswegen wir heute sind. So ganz viel zum Startdatum möchte ich noch nicht sagen, aber definitiv noch in diesem Monat. Ich kitzel das raus, sagst du jetzt. Ja, das sagt meine kleine Tochter auch immer. Und meistens gibt's dann auch mehr Taschengeld. Also, auf jeden Fall noch in diesem Monat werden wir den Gateway Gardens Ocean Club eröffnen. Das machen wir mit ein paar ganz starken Partnern hier aus der Region, so wie wir hier überhaupt ganz viele Partner gerade bei der Stadt, bei Gateway Gardens gefunden haben, die den gastronomischen Teil bespielen werden. Da kann ich vorwegnehmen, das, glaube ich, wird seinesgleichen suchen in Deutschland. Wird ein leckeres Erlebnis. Aber um dieses ganze Gastronomie-Thema und Beachclub-Thema herum wird dort auch eine Pop-Up-Surfwelle stattfinden. Ruhig, das langt schon. Das ist nicht alles gleich verraten. Dann später mehr. Chef on Air, Leif Bachholz aus Hamburg. Bist du eigentlich ein echter Hamburger Junge? Ich bin echter Hamburger Junge. Ich bin in der Finkenau geboren, die einzige Hamburger Frauengeburtsklinik. Da muss man zur Welt gekommen sein, wenn man sich Hamburger nennt. Du, kann ich mitreden? Ich bin in Frankfurt geboren. Wenn du hier aus unseren Skyline-Studios runter guckst, direkt neben dem Zoo. Es gibt böse Zungen, die sagen, das hängt irgendwie zusammen, dass ich neben dem Zoo da aus Versehen auf die Welt geburzelt bin. Da ist heute nicht mal mehr eine Geburtsklinik drin. Aber das ist so mitten im Zentrum quasi. Also das ist schon nice. Und das lässt auch so ein bisschen Spuren übrig. Trotzdem bist du jetzt zu uns nach Frankfurt gekommen. Und zwar mit einem richtig, richtig coolen Paket. Du hast auch ganz viele Freunde und Kollegen mit dabei. Ich glaube, wenn ich das so richtig sehe, ist da bei euch Freundschaft und Arbeiten sehr dicht beieinander, oder? Von der Stimmung her allein schon. Ja, ich glaube, in so einem Freizeitprojekt muss das auch genauso sein. Sportliches Projekt, deswegen sind wir auch alle mit Sneakers hier unterwegs. Tatsächlich sind wir heute hier, weil wir in erster Linie über den Ocean Club reden wollen und alles, was damit zusammenhängt. Aber wir realisieren hier in Gateway Gardens oder werden hier in Gateway Gardens den Sportsturm Gateway Gardens realisieren. Ein vergleichbares Projekt entsteht gerade in Hamburg. Und das ist ein Freizeitprojekt, wie es das so, sag mal, in Deutschland, aber sicherlich auch in Europa oder auf der Welt noch nicht gibt, weil gerade durch Corona und die letzten Jahre vieles ausgebremst worden ist in so großen Bereichen. Aber ich denke schon, dass als Vorläufer jetzt, um hier auch mal etabliert zu sein als Betreiber, der Oceans Club genau der richtige Aufschlag ist, um dann in Ruhe an dem großen Projekt weiterarbeiten zu können. Und ja, ich glaube, was da drin ist, das kann man sich auch gut auf unserer Homepage angucken, die im Moment noch im Wesentlichen Hamburg teasert. Aber da geht es eben wirklich um Indoor Skydiving, um Tauchen, um Surfen auf der stehenden Welle, um Soccer-Simulatoren, so wie sie im Moment nur Profi-Clubs wie Bayern, Hoffenheim oder Dortmund einsetzen. Da geht es um Indoor-Golf und Indoor-Skislopes, aber auch um Hotel, Gastronomie und alles, was man drumherum um so ein Projekt eben braucht, um es 360 Grad sehr kompatibel zu machen. Also egal, ob du mit Familie oder mit Freunden, ja, mit der Clique oder der Mannschaft kommst, ich denke, ich weiß, da ist für jeden was dabei, und das werden wir in den nächsten Monaten und ein, zwei Jahren hier in Frankfurt realisieren. Was ja auch eine relativ schnelle Zeit ist, haben wir gerade eben schon drüber gesprochen. Also du sagst es ja gerade schon, eins Jahr, erstmal wirklich von Herzen als Frankfurter, vielen Dank, dass ihr Frankfurt dafür auserkoren habt, wenn ihr das deutschlandweit macht. Warum Frankfurt gerade?
Ja, tatsächlich, den Dank würde ich zurückgeben. Frankfurt hat eigentlich uns auserkoren. Die haben das Projekt Hamburg gesehen. Die Hafen City Hamburg ist ein ähnliches Entwicklungsgebiet. Da ist es nur ein Schiffhafen. Die Gateway Gardens, da geht es um Flughafen. Und das Team der G3 und Fraport hat sich... G3 kennt jetzt draußen nicht jeder, was ist das? Das ist die Entwicklungsgesellschaft, die großen drei, die das Areal in Gateway Gardens entwickeln. Vielleicht für die Hörer nochmal ganz kurz zwischen, weil Gateway Gardens ist auch für uns Frankfurter neu. Ich kenne das jetzt und zwar, habe sogar teilweise mit bei einer Einweihung mitwirken dürfen, beim damaligen Bürgermeister. Das ist das Areal quasi direkt neben dem Frankfurter Kreuz am Flughafen, so ganz kurz grob lokiert. Das ist die ehemalige Garnisonsstadt der amerikanischen Air Force, die ja jetzt meines Wissens in Ramstein sind, was heute Terminal 3 ist. Das war ja mal die Airbase und dort Kino, Wohnung, Geschäfte. Das war blüht gerade auf. Genau, und das blüht jetzt in einen neuen Bezirk auf, ein richtiger neuer Stadtbezirk. Und da kommt man natürlich auch dann auch gut hin, was ja wichtig ist, gerade für so ein Projekt. Da geht es ja, ich frage sicherlich nachher nochmal, wie viele Millionen das dann sein werden, aber das ist ja richtig Geld, was ihr dann da investiert. Und ihr investiert es in die Freizeit. Und jetzt machen wir es vielleicht doch nochmal ganz kurz, dass das große Projekt, was dann später kommt, bevor wir den Ocean Club dann nochmal richtig sezieren, was soll da alles dann passieren? Also du hast gerade gesagt, Soccer, Event und alles. Wie stellt man sowas zusammen? Ja, das, also natürlich, als wir erstmal der Dank ein zweites Mal ausgesprochen an die Stadt, die uns tatsächlich akquiriert haben und die uns, das sehen wir jetzt im Projekt, wahnsinnig unterstützen. Frankfurt kriegt ein Lob. Ja, also tatsächlich, wir haben hier Dinge erfahren, die kannten wir als Projektentwickler so noch nicht. Da muss ich wirklich sagen, gerade von der G3. Aber was macht man in so einem Projekt? Man guckt natürlich, was gibt es hier im Umfeld? Und das ist in Deutschland relativ einfach. So viele Windtunnel, so viele stehende Wellen, so viel Tauchtürme, die gibt es einfach noch nicht. Und nee, gar nicht. Also ich tauche auch, der nächste ist, glaube ich, im Ruhrgebiet irgendwo, wenn überhaupt. Ja, genau, zwischen Düsseldorf und Köln gibt es etwas, bei München, aber in der Tat im Norden so gar nicht. Und es soll nicht heißen, dass wir euch im Norden sehen. Ich doch lieber hier ab. Aber in der Tat ist es so, man guckt sich an, was so eine Region hergibt, guckt sich auch die Partner an, mit denen man das macht und dann stellt man so ein Projekt in der Entwicklung zusammen und dort ist diese Balance aus Tauchen, im Windtunnel tauchen, auf der Welle surfen, im Soccer-Simulator kicken und natürlich mit Hotel, ein bisschen medizinischem Background und Höhentraining wird es dort geben, entstanden und dieses Projekt wird jetzt immobilientechnisch als erstes realisiert. Weil wie gesagt, so eine Immobilie kann man nirgends anmieten, die gibt es nicht irgendwo im Bestand. Die muss man bauen. Die muss man bauen, speziell für dieses Projekt. Chef on Air. Mit Live Bachrotz, Hamburger Jung von der LB Sports Dome Management GmbH aus Hamburg, bringen Sie uns die große Sport- und Eventwelt in, wie du gerade eben selbst gesagt hast, in Deutschland so quasi nicht bekommbare Zusammenstellung ins Rhein-Main-Gebiet zu Gateway Gardens. Und ihr macht das in zwei Abteilungen. Einmal das große Projekt hinten dran und dann jetzt auch noch den Ocean's Beach Club, über den wir gleich sprechen. Aber so rein gefühlt, muss ich einfach mal neugierig fragen. Das klingt ja für mich nach sehr viel Geld, was ihr nach Frankfurt bringt. Was kostet das alles? Das ist immer eine Frage der Perspektive. Es gibt Menschen, die würden sagen, das ist Geld. Für uns ist es sehr viel Geld. Das Gesamtinvestment mit der gesamten Ausstattung, den Windtunnel, die Welle, den Tauchturm, aber natürlich auch das Hotel, die Gastronomie und letzten Endes auch die Parkslots unten in der Tiefgarage betreffen, wird sich im dreistelligen Millionenbereich befinden. Da Oha. Noch eine Eins vorne, aber am Ende ist das Investment, was an den Standorten, wo wir das vollumfänglich realisieren, zu erbringen ist. Meine Güte, das ist ja schon, also für mich und wahrscheinlich für die allermeisten der Hörer, also ein Haufen Kohle, aber was wir auch gerade schon so ein bisschen dann besprochen werden in der Musik, es wird auch richtig nice. Jetzt können wir mal auf das nächstliegende, was wir Frankfurter als erstes genießen dürfen. Das geht jetzt, du hast eingangs gesagt, so in den nächsten Wochen. Vielleicht kriege ich den Termin noch rausgekitzelt. Wir gucken mal. Der Ocean's Beach Club klingt ja schon mal cool und nice. Jetzt nimm uns mal mit auf die Reise. Ihr seid die Projektentwickler. Wir wollen da jetzt rein. Ich stehe vor der Eröffnung und sehe das Ding vor mir. Was erwartet mich? Ja, also erstmal, wir konnten mit der G3, also dem Standortverwalter dort, erwirken, dass wir ein Nutzungsabkommen für ein Baufeld vor unserer Tür sozusagen bekommen haben, vor der Tür des zukünftigen Sportdoms. Und dort entsteht jetzt eben dieser Gateway Gardens Ocean Club, ein aus meiner Sicht und für Hamburger Verhältnisse, ich bin ja kein Frankfurter, obwohl ich hier sehr, sehr lange gearbeitet habe, ich kann das für Frankfurt nicht einschätzen, für Hamburger Verhältnisse ist das ein Beachclub,
völlig neuer Machart, in der Größe, in der Qualität, in dem, was da geboten wird an Show-Acts. Und um das Ganze abzurunden, in Hamburg liegen wir ja mit den Beachclubs naturgemäß ein bisschen näher am Wasser. Also steht uns mein... Wenn du als Hamburger schon sagst, dass das quasi was Besonderes ist, dann bin ich sehr neugierig, was du uns jetzt erzählst. Ja, ist es. Also wie gesagt, in Hamburg liegen wir ja naturgemäß ein bisschen näher am Wasser. Manchmal steht es uns dann auch bis zu den Knöcheln oder auch mal bis zum Hals. In Frankfurt ist das nicht so ganz sicher und gerade nicht in Gateway Gardens. Und deswegen spendieren wir neben dem Beachclub oder dem Beachclub selbst eben noch eine Pop-Up-Surfwelle und ein paar weitere Attraktionen, Surf-Simulator und ein paar weitere Dinge, über die wir jetzt noch nicht sprechen wollen, die wir in den nächsten Wochen dazu entwickeln. Jetzt ist für uns erstmal wichtig, dass wir auch schnell ins Public Viewing kommen, dass wir die EM noch mitnehmen, dass wir später Paris den Menschen bieten können als Public Viewing Location. Das heißt also, ich kann jetzt zur EM zum Public Viewing zum Beispiel einfach in den Beach Club reingehen? Ja. Definitiv, wir werden... Da kann die Öffnung nicht mehr so weit weg sein, nicht? Die Betreiber, auch das möchte ich nochmal deutlich sagen, wir sind nicht der Betreiber, wir haben da wirklich bärenstarke Partner gefunden, die den Betrieb übernehmen, die auch die Realisierung innerhalb kürzester Zeit umgesetzt haben. Für mich überhaupt nicht denkbar gewesen, als wir im Januar begonnen haben zu planen, dass man das wirklich bis zum Sommer in den Betrieb überführen kann. Aber unsere Partner haben da wirklich derartig guten Job, ohne dass es bei den ganzen Schwierigkeiten, das kann man sich vorstellen, Wasser, Strom, Baugenehmigung, alles was dazu zählt, ohne dass es jemals zu Reibereien geführt hat. Wir haben immer mal einen schlechten Tag vor uns hergeschoben, den wir abends aber wieder gut geredet haben und nächsten Morgen, ja, ging es mit demselben Elan voran und da sind wirklich in erster Linie mal neben den Partnern von der Stadt, von Gateway Gardens, gerade die Betreiber des Ocean Clubs zu nennen. Die sind bekannte Gastronomen hier aus der Region, die aber wirklich über sich hinausgewachsen sind. Und ich bin heute echt dankbar, dass wir da stehen, wo wir stehen. Also nehmen wir uns nochmal gemeinsam zusammen jetzt in eine Runde mit rein. Also ich gehe mal davon aus, Beach Club wird Sand drin sein. Palmen werden wohl auch ein paar vorhanden sein. Beschreiben wir szenisch, wie es da aussehen wird. Ja, es wird der wird gesäumt sein von Lounges, die man mieten kann, in die man sich setzen kann. Es wird eine Dancefloor geben, es wird eine große Stage geben mit einer riesigen Videoleinwand. Drumherum werden ganz normale Sitzflächen geschaffen, also von Strandstühlen, von Korbstühlen über Sitzbänke und auch ganz genau. Und dann wird man von Foodtrucks, aber auch von Kellnern versorgt. Wir haben, glaube ich, eine super coole Getränkekarte. Mhm. Also auch das, was wir im Norden gerne zu uns nehmen, von kubanischem Landwein über Gin, alles Cocktails werden dort geboten. Und dann kommt eben als Add-on, dass man vom Beachclub direkt auf die Welle gucken kann, dass man vom Beachclub auf den Surf-Simulator gucken kann und als absolutes Highlight sieht man eben mit etwas Fernwehen die Maschinen vom Airport abheben oder eben auch wieder zurückkommen. Chef on Air heute mit einem Nordlicht, der zu uns gekommen ist, um richtig was mitzubringen. LB Sports Dome Management GmbH. Und Mr. Bachort ist hier und hat uns gerade erklärt, was wir alles Schönes erwarten dürfen. Du hast gerade eben gesagt, der Beach Club, der Oceans Beach Club, abgesehen davon, dass er toll wird und Sachen mitbringt, die wir in Frankfurt auch noch nicht so haben und kennen, nur mal auf die Welle aufzugehen. Also das ist jetzt nicht nur so eine optische Welle, sondern da kannst du auch richtig drauf stehen und richtig drauf surfen. Ja, darauf kannst du richtig surfen. Das erwarten wir auch. Hoffen wir drauf. Da wird drauf gesurft, Freunde. Das macht Beach Feeling. Das ist eine Pop-Up-Surfwelle, die ist relativ einfach zu surfen. Dazu musst du keine großen Vorkenntnisse haben. Wir haben natürlich attraktive Instructor da, die das dann im Notfall auch beibringen. Aber es ist oft gar nicht notwendig. Das kann man relativ schnell im Self-Learning wuppen und macht mega Spaß. Glaube ich. Ist natürlich gerade im Sommer nicht nur eine willkommene Abkühlung, sondern auch eine kleine Challenge, die man gerne wahrnimmt. Wer die Badebuchse vergessen hat, dann gucken wir, dass wir irgendwie etwas stellen. Also ernsthaft? Du brauchst nicht mal eine Badehose? Da wir die da nicht waschen wollen, sind die dann... Ja.
gegen kleines Geld erwerblich und Takeaway. Ja. Aber wir sorgen halt dafür, dass auch die Clique, die abends überraschend vorbeigekommen ist und nach dem dritten Kaipi sagt, da muss ich jetzt doch rauf, irgendwie eine Chance hat, ohne in Unterhose da surfen zu müssen. Ja, das klingt danach, als ob das in Frankfurt passieren könnte, wenn ich die Jungs hier so kenne. Und die Edels übrigens auch, also um Gottes Willen. Also das ist sehr nice. Und du hast eben mal kurz das Stichwort EM gesagt. Also das ist jetzt ja, das erste Spiel ist ja Freitag. Das heißt, die Eröffnung, auch wenn du so nicht ganz mit rausrücken willst, aber das kann ja so lange nicht mehr hin sein eigentlich, ne? Ja, also den Sieg gegen Schottland, den können wir leider nicht mitnehmen im Oceans Club, aber wir gucken schon, dass wir dann irgendwie in der Woche da drauf irgendwann zum Ende rumkommen. Es sind letzte Dinge zu tun, letzte Abstimmungen. Die wollten nicht mit irgendeinem Termin rum, den dann nicht einhalte, deswegen schiebt dann ja, noch ganz genau. Wir werden das spätestens am Wochenende werden das publik machen. Das sind noch ein paar Dinge zu tun. Wir wollen auch niemanden enttäuschen oder zwei, dreimal mit dem Termin an den Start gehen. Deswegen, das kennen wir aus Hamburg mit großen Immobilienprojekten genug. Ja. Deswegen versuchen wir da eine gewisse Termintreue zu halten. Und siehst mir nach, spätestens Anfang der nächsten Woche weiß Frankfurt. Und dann bin ich ganz sicher, dank eurer Hilfe, auch mit dem großen Wumms, ja, weiß Frankfurt, wann es losgeht. Also das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Das ist logisch. Da weiß ich jetzt ja den direkten dran. Krieg deine Nummer. Ja, selbstverständlich. Dann rufe ich dich an oder du rufst mich an, sagst, wann das feststeht. Und dann machen wir das nächste Woche richtig fett. Und da wird es auch wahrscheinlich eine fette Eröffnung geben, oder? Ja klar, wir werden dann in jedem Fall mit einem großen Public Opening starten, werden ordentlich sehen, dass wir das Publikum kriegen. Und die Frankfurt-Hörer kriegen Tickets? Ja, selbstverständlich kriegen die Tickets. Selbstverständlich wird es ein paar Show-Acts geben. Selbstverständlich werden wir aus Hamburg die Sonne hier hochschicken, dass das Wetter mitspielt. Weißt du, was der wärmste Messwertplatz in ganz Deutschland ist? Du kannst ja schon raten, wenn ich so frage. Ich mag es gar nicht sagen. Frankfurt-Westend. Frankfurt-Westend. Ist der wärmste, bei denen, wo richtig gemessen wird, gibt ja alle möglichen Leute, die messen alle möglichen Blödsinn. Aber die haben ja alle Regeln, wie alles Regeln hat. Und die nach den Regeln ist in Frankfurt der Westend der wärmste Platz in Deutschland. Wärmer als Freiburg. Hammer. Ich habe 3 Jahre in Freiburg gelebt. Ich habe immer Sahara-Staub auf dem schwarzen Auto gehabt. Sonne haben die ein bisschen mehr. Dann sage ich einfach mal, fass es auf, wie du willst, dann habt ihr es verdient. So. Und ganz wichtig, du hast gerade gesagt Show-Acts. Und das ist jetzt für uns Frankfurter auch ein richtiges Thema, weil den ein oder anderen kleineren Beach-Club, nicht so groß, nicht so schön, gibt es. Aber es gibt eine Besonderheit und die hängt mit dem Frankfurter Flughafen zusammen, die den Oceans Beach-Club auch noch auszeichnen wird. Und das hat mit Musik zu tun. Ja, klar, wir haben dort die extrem positive Grundvoraussetzung, dass durch den Fluglärm bedingt die ansässigen Hotels, wohnen ist da ja nicht erlaubt, die ansässigen Hotels Fenster der Lärmschutzklasse 5 einbauen oder verbauen müssen und somit extrem lärmresistent sind. Wir haben mit allen Hotelpartnern dort im Umfeld gesprochen, die sind begeistert, dass dort jetzt leben und damit natürlich auch Gäste zu ihnen kommen und haben überhaupt keinen Stress damit, wenn wir auch den Regler mal abends ein bisschen länger aufdrehen. Und das wissen wir ja alle, wo kein Kläger ist, da gibt es keinen Richter. Wir haben abends mal ein A380 einschweben oder auch wegfliegen. Das dürfte auch lauter werden. Deswegen werden wir dort interessante Show-Acts, interessante DJs und natürlich auch die Spiele der Fußball-Europameisterschaft in voller Länge und später eben auch Olympia in Paris voll übertragen. DJs. Ich mache jetzt mal einen großen Vergleich, aber aus berufenem Munde, ich bin da seit Jugend gewesen. Das erinnert mich stark ans Ushuaia. Und das ist, wer das nicht weiß, einer der weltbesten, jährlich aufs Neue prämierten Beachclubs, direkt an der Einflugschneise von Ibiza. Das ist ähnlich. Also hier sehen wir dann auch die Flieger rüber und wir dürfen ähnlich lang laut sein. Wie cool ist das denn eigentlich? Sehr geil. Ja. Chef on Air zu Gast ist Live Bachrotz von der LB Sportsdome Management GmbH in Hamburg, die in Frankfurt Großes vorhaben. Eine Arena, wo man sich schon fast nennt, eine Sports- und Fun-Arena wird da gebaut. Aber jetzt erstmal im ersten Schritt noch vorneweg sogar der Beach Club. Erstmal zu euch. Also sowas zu stemmen, dreistelliges Millionen-Investment, also im 100-Millionen-Bereich wird das am Ende sein wahrscheinlich. Wie viele Leute seid ihr? Was seid ihr? Also ich kenne euch jetzt als GmbH oder als Umsetzer noch nicht und der meiste Teil der Frankfurter wahrscheinlich auch. Beschreibt euch mal. Ja, also erstmal zu den 100 Millionen vorweg, die liegen nicht bei uns in der Portokasse, das können nicht. Zumindest war es heute Morgen noch der Fall. Wir brauchen dafür ein starkes Team. Wir von der LB Sportsdome sind tatsächlich der Teil in der Projektentwicklung, die sich mit dem ganzen Sportcontent, den Attraktionen und der Realisierung später auch mit dem Betrieb befasst. Aber wir haben in unserem sehr heterogenen Team natürlich auch
Partner, die dann teilweise auch externe Firmen sind, die sich mit der Immobilienprojektentwicklung befassen, Partner, die sich mit der Immobilien, sage ich mal, Vermietung, Realisierung, also der Gastronom, ich behaupte zwar von mir, dass ich gut koche, meine Frau sieht das vielleicht ein bisschen anders, aber ich bin definitiv kein Gastronom, ich bin auch kein Hotelier. Das sind Dinge, die wir alle an Partner, so wie jetzt eben hier auch in Frankfurt den Beach Club im Betrieb an Partner geben. Für diese Themen Vermietung und, da sind dann wieder andere Partner zuständig. Und so ergänzen wir uns, glaube ich, zu einem wirklich 360-Grad-Team, das dann auch die Verbindung zu am Ende ja Endinvestoren hat, die auch die Immobilie besitzen. Auch die wird uns am Ende nicht gehören, weil dann wird es genau ein Sportsdom in der Welt geben, nämlich den ersten, den wir gebaut haben, und dann werden unsere Mittel erschöpft. Ja, das ist die Wahrheit. Und wie viele Leute seid ihr, die das dann wuppen? Ja, wie gesagt, das sind auch mehrere Firmen, neben meiner AB Sportsdom. Ja, das engere Team, was du jetzt zum Umsetzen also brauchst. Das Kernteam, gib mal eine Zahl raus. Das 15, Kernteam 50. Im Moment, die sich hier um Frankfurt kümmern, ja. Aus unserer Sparte raus, sind im Moment 5-6 Leute, die sich ganz intensiv, wow, also in der Steuerung, nicht im To-Do. Naja, dass ihr nicht die letzte Baumkelle genau. Wir heften rührt, nicht das Blatt ab und wir besorgen nicht den Spaten, aber hier in der Steuerung, wenn es um Verträge geht, wenn es um Verhandlungen geht, ja, auch wenn es darum geht, mal schnell noch irgendwo einen Wasseranschluss für das Befüllen der Welle zu organisieren, dann sind wir ein Team von 6 Leuten im Moment, die sich hier auch regelmäßig in Frankfurt aufhalten und die sich um das Projekt bemühen. Und braucht ihr da noch Unterstützung? Weil ich habe viele, die auch gerade bei Chef von Air sind, die sagen, ja, dieses Fachkräftethema ist ein Thema, also ich bräuchte schon noch den einen oder anderen oder was auch immer. Wie sieht es bei euch aus? Also da ich ja nun mir das Eröffnungsdatum so ein bisschen habe rauslocken lassen, kannst du dir vorstellen, dass das Hiring so gut wie abgeschlossen ist. Also sowohl auf der Attraktionsseite, Welle etc. haben wir natürlich jetzt Personal geheiert. Wir suchen immer gute Kolleginnen und Kollegen, das ist keine Frage, aber auch im Beachclub haben wir geheiert. Ja, gestern hätte ich dir noch gesagt, wir bräuchten noch 100 Leute für eine Eimerkette, um die Welle zu befüllen. Gestern sah es mit dem Wasser noch ganz, ganz schlecht aus. Okay. Aber dank der Intervention von der G3 haben wir dann tatsächlich jetzt auch das Thema Wasser geklärt. Juhu. Die Eimerkette fällt aus. Surf und ja, Welle ganz genau. Steht. Obi, die 100 Eimer bestellen wir wieder ab. Sehr gut. Ja, also Personal steht erstmal, aber wir suchen natürlich immer interessierte junge Menschen, die Bock haben und das auch später im Sportsdom weiterführen wollen und sagen, ja, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen, hört sich cool an bei den Jungs. Was bist du für ein Typ? Also wenn man jetzt von dir als Mensch, als eine der zentralen Figuren in diesem Spiel, nennen wir es einfach mal, das ist ja eine Sportsthematik, das ist ja, darf man ja noch Spiel nennen. Was bist du für ein Typ? Wie würdest du dich beschreiben? Weißt du, erstmal eine coole Frage, was bist du für ein Typ, der größte, schönste, beste? Nein. Ist immer schwer, über sich selbst zu sprechen. Was sagen andere über dich? Also ich glaube, wir sind ja hier nicht ganz allein im Studio. Ich glaube, jeder wird nicken, wenn ich sage, ich bin tatsächlich ein Sportenthusiast. Ich bin mit Fußball groß geworden, habe das mit zumindest mal einem, der hier neben mir steht, auch sehr erfolgreich eine Zeit lang gespielt. Bin mittlerweile. Was heißt erfolgreich? Ich habe zumindest mal in der Jugend zweimal ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaft mit Concordia Hamburg geschafft. Sind gegen Kaiserslautern damals rausgeflogen. Die hatten 7 Nationalspieler. Die waren besser als wir, aber nur ein bisschen. Aber wie gesagt. Ich stelle dir mal meinen Chef vor. Stefan Schwenk war mal zweite Bundesliga beim Club in Nürnberg. Also ihr matcht dann schon wir ganz matchen, gut. Genau. Aha. Ich spiele heute noch Fußball in der Alten Herren, wobei ich eigentlich Supersenioren bin, aber mache eigentlich sonst auch jeden anderen Sport. Gerne Triathlon. Also Sport auf jeden Fall. Sport ist mein Thema, Familienmensch. Ich habe 3 Kinder. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, fängt an mit 25, 21 und 11. Wobei der 25-Jährige kurz vorm 26. steht, dann passt das besser so im Abstand. Ja. Mit einem kleinen Nachzügler? Einer kleinen Nachzüglerin. Böse Zungen behaupten, ich hätte so lange weitergemacht, bis es dann ein Mädchen geworden wäre. Das kann ich nicht bestätigen. Auf gar keinen Fall. Ja, ich habe aufgehört, bevor es dann noch irgendwelche Prinzessin gab. Also bei uns zu Hause nur Männerhaushalt. Und ansonsten, Familie ist natürlich neben der Arbeit Zeit und Sport kommt es wahrscheinlich kaum noch dazu, ne? Ist im Moment ein bisschen weniger, deswegen versuchen wir alles, was mit der Arbeit kombinierbar ist, auch mit der Familie zusammenzumachen. Aber wie gesagt, ansonsten viele Interessen. Wir haben eine große Clique, ob es Snowboardfahren, gemeinsames Snowboardfahren, Golf. Musste ich leider absagen, nächste Woche fliegt meine Golf
Truppe eine Woche nach Portugal. Da bin ich dann leider nicht dabei, weil wir erwarten was Großes in Frankfurt nächste Woche. Ist das so? Ist leider so. Ja, dann bleib mal lieber in Frankfurt, da ist, glaube ich, mehr los nächste Woche. Ich bleibe hier, obwohl die einen schönen Flughafen haben, ist ja nicht weit. Also insofern, man kommt gut dahin. Wenn du jetzt von eurem schönen Sportprojekt ausgehst, also Beach Club, da reden wir dann noch drüber nächste Woche. Du sagst mir Bescheid, wenn das Ding aufmacht, wir verlosen Karten. Haben zugehört. Wann wird dann das große Rad dann gedreht? Ungefähr. Also wir sind ganz konkret mit dem Investitionspartner dabei, den Termin festzulegen. Der hatte mal das ganz große Ziel, da hat aber auch schon der Architekt gesagt, das kann ich mir im Leben nicht vorstellen, dass man, und das ist jetzt auch nicht mehr realistisch, dass man im Dezember diesen Jahres die Baugenehmigung einreichen könnte. Mhm. Aber das ist eben immer im Konjunktiv gesprochen. Ich glaube, wir alle haben erlebt, dass dieses Land von Corona und steigenden Baupreisen mal in eine ganz andere Situation gefallen ist. Und wir werden jetzt, wenn der Beachclub und dort alles drumherum wirklich realisiert ist, werden wir ganz intensiv in die Realisierung des großen Projektes einsteigen. Aber bis man dann wirklich alle Verträge unter Dach und Fach hat und vorher fängt eben ein Architekt nicht an zu zeichnen. Nächstes Jahr? Gehen wir mal davon aus, dass wir nächstes Jahr mit der Genehmigung, also ich könnte mir vorstellen, dass wir Ende des Jahres in der Genehmigungsplanung liegen. Und wann ist das Ding dann fertig? Ja, Frankfurt hat da tatsächlich extrem sportliche Zeiten. Also auch da nochmal, ich bin so dermaßen beeindruckt, wie man da in der Stadt mit... Ich will wissen, wann es fertig ist. 3 Monate sagt man, gib die Stadt hier den Bauantrag, wenn du voll eingereicht hast. Und das könnt ihr selber rechnen, wenn wir 6 Monate brauchen, um so einen Bauantrag rund zu machen, 3 Monate in der Genehmigungsphase haben, nochmal 3 draufhängen, könnte man tatsächlich vielleicht Anfang 2026, Ende 2025 wirklich anfangen zu bauen. Und dann braucht man sicherlich ein gutes Jahr in der Realisierung. Aber das ist bei so einer großen Immobilie sehr sportlich. Ist sportlich und außerdem macht ihr uns ja schon den Beachclub vorher auf. Also insofern werden wir die Zeit gut zu überbrücken wissen. Live, ich danke dir. Ich danke dir einmal persönlich, weil mit deinem Enthusiasmus, glaube ich, ist sowas notwendig, sonst kriegt man sowas nicht umgesetzt. Dem Team, dass du jetzt viel beschworen hast, aber was offensichtlich gut ist, dafür, dass ihr Frankfurt gewählt habt und auf dass der Ocean Beach Club ein schöner wird und dass die Frankfurter ihn annehmen und wir alle gemeinsam ganz viel Spaß haben. Viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Ist eine Floskel zu danken, aber es war super cool bei euch hier oben, ist noch super cool. Wir sind auf Manhattan gucken und ein nettes Gespräch führen ist ein toller Auftakt, um in Frankfurt heute einen erfolgreichen Tag zu verbringen.